Wir konnten im Rahmen einer Militärausstellung einige Panzer in unsere Finger bekommen. Ja, das ist ein Sprit. Wenn ich Aufnahmeende drücke, zack, kommt der Penultimo um die Ecke geschissen und erzählt uns einen vom Pferd. Wunderprächtig. Die Geldbewegung hat zugenommen. Meine Psychologiebücher sagen, dass ich sie belohnen sollte, damit sie öfter solch kluge Entscheidungen treffen. Wieso Import? Ich habe beides hier an auf der Insel. Ich brauche nicht importieren. Ist mir jetzt so wurscht. So, jetzt können wir vielleicht nochmal eine Expedition machen. Weil das dauerte ja 155 Millionen Jahre, bis die da oben... Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Mal gucken. Wie sieht's hier aus? Kohle, Eisen, Stahl. Achso, gut, der braucht kein Bauxit oder so. Weil das ist ja Bauxit hier, ne? Mhm. Wir haben ein Kohle. Wie viel ist da noch drin? 106.000. 88.000. Ja, ich glaube, da mangelt es uns erstmal nicht. Hier war auch nichts, ne? Nee, hier war das kein. Wahlergebnis ist da. Hey. Aber krass, ne? Das ist nur runtergegangen. Ich war gerade eben noch bei 70%. Ihr Drecksäcke. Hat da jemand noch schlagartig so eine große Kiste mit Briefwahl gefunden, oder wie? Warum gehen wir jetzt so runter? Sicherheit. Ja, gut. Ich meine, ja, wir können mal eine Polizeiwache machen. Wo ist denn das? Militär, oder? Industrie? Ah, es gibt ein bisschen mehr Auswahl auch an anderen Polizeiwache. Wow, was für... Ist das wirklich doch so eine Polizeiwache? Ja, gut. Ja, wir sind nicht mal hier. Hier ist doch schön. Hier ist doch schön. Kamerad Präsident, in meinem Leitfaden zum Sozialismus steht, dass Komm, wir uns als... Können wir machen. Das können wir machen. Dann kriegt die noch eine extra Feuerwache. Wenn sie mal fertig ist. Wie sieht's hier aus? Schüler 8.15, das ist auch nicht wirklich viel, ne? Unterhaltung können wir noch ein bisschen bauen. Restaurant. Ein Restaurant. Könnten wir noch eins bauen. Warte mal, jetzt machen wir erstmal die Straße noch ein bisschen weiter. Und dann machen wir nämlich Unterhaltung. Ein Restaurant. Das kann ich, ja. Diese Taverne, die hat ja nicht irgendwie... Ja doch, die macht da nicht ordentlich Profit. ...50. Kann ich da noch eins zwischen reinklemmen? Ja. Brauche ich die auch richtig rum? Ich glaube schon, ne? Ach nee, das ist Krankenhaus. Sind sie so ähnlich? Ach, ah ja, guck. Guck an. Tavern. Ganz viel exportieren bitte, dankeschön. Ich weiß immer noch nicht, wie ich... Ich mache gerade so Aircodes, ne? Teile importiere. Was zum Geier sind Teile? Was ist das für eine Tauchkugel? Ich meine, Stahl kann ich selber machen. Das ist ja mir ein Rätsel. Nahrungsvielfalt. Stellt euch nicht so an. Das reißt also.
Das heißt, wenn ich hier einen auf Bananen umstelle, haben wir mehr Vielfalt, oder? Könnt ihr mal gucken. Jetzt war die Vielfalt bei 20. Nahrungsvielfalt 2. Achso, weil wir Fisch haben und Ananas. Dann müsste es ein Bananen, müsste praktisch das im Drittes hinzukommen. Falls wir Eigenbedarf zulassen. Können wir Konsum. Achso, ist erlaubt. Gut, ist erlaubt. Gucken wir, das ist demnächst auf 3. Das Gesundheitssystem geht auch einigermaßen. Was ist noch so niedrig? Die Unterhaltung ist immer noch echt niedrig. Suche 045. Scheint ja wohl mit der Unterhaltung nicht so weit her zu sein. Die Schönheit der Gegend. Große Gartenanlage. Oh, hier so ein Strand. Geht das? So, neben den... Neben den Turm hier. Hier sind unsere neuesten Fort. Der hat Diplomatie. Diplomatie, Schmatie. Na, aus dem Feld 3, Tatsache. Wir explodieren aber halt ein bisschen weniger Ananas. Aber dafür explodieren Bananen. Also wir haben hier Ananas und könnten hier auch noch was ändern auf Kaffee. Ich würde sagen, es sind Nahrung. Würde ich mal so spontan behaupten. Ich glaube, ich muss die Straße hier umlegen. Ja, ich muss die Straße hier umlegen. So. Und dann können wir nämlich sagen, hier abreißen. Das passt soweit, weil jetzt können wir nämlich hier nur noch ein paar noch eine Farm hinpacken. Rohstoffe, eine Plantage meine ich. Eine einigermaßen effiziente. Hier noch eine Plantage. Und daneben haben wir mal ein paar Farmen. So, halt, geht das nicht? Was ist das? Nicht genug Weiden in der Nähe. Das ist sehr schade, weil da könnte man ja nicht gerade so... Okay, gut. Also wir können hier eine dran klemmen, oder wie? Eine Farm hier. Naja, gut. Besser als nichts. Damit dürfte die Nahrungsvielfalt dann noch mal ein bisschen steigern. Ja. Ah, die kommen ja endlich mal zurück. Wow. Oh, da können wir sogar Öl abbauen hier. Können wir das schon? Warte mal. Rohstoffe? Überturm. Ne. Fischereihafen? Habe ich sowas noch nicht? Ich habe nur einen Trawler gehabt. Da wird es gehen. Hier geht es komischerweise nicht. Ich muss ja mal eine Straße anschließen, sonst komme ich da nicht weit. Da würde ich lieber das Verwaltungsgebäude machen. Was ist denn hier? Muss eine Küste platziert werden? Ist es keine Küste? Abnötigt ein spezielles Meeresvorkommen, bitte was? Puh.
Schuss hier. So. Was waren die eigentlich nochmal? Nochmal Bonon? Kann das Zeitspiel noch ändern? Machen wir hier nochmal Kakao. So. Haben wir praktisch fast von jedem eins. So, Nahrung 31, wie fällt es schon auf 3? Gesundheitsversorgung. Religion. Ja, 34 ist natürlich auch noch im Rahmen. Prinzipiell. Korruption, okay. Ah, warte mal, die Polizeidingens. Sollten wir noch eine Feuerwache bauen? 4000. Zack. Zack. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette. Ja, ich glaube, wir könnten da nicht eine. Ja, ist eine. Ja, doch, komm, was soll's. Machen wir mal hier eine Botschaft. Gibt's da vorne hinten? Wenn dann eher so. So. Und dann ziehen wir. Wenn sich die Herrschaften nicht durch den Dreck laufen müssen, ziehen wir auch mal eine Straße hier durch. Von 15, also wirklich, wow, also genutzt wird die auch nicht, also. Ich brauche noch mal ein paar normale Häuser. Da können wir noch eins hinsetzen. Füllen noch ein paar Lücken hier. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Hier, komm. Zack, da passt noch eins rein. Sieht ein bisschen schöner aus, nicht alles nicht so schachbrettmäßig. Die normalen Häuserchen sind jetzt beide voll besetzt. Ja, das heißt, ich kann auch mal noch ein weiteres Haus, die Haus bauen. Die mache ich hier so an den, an die Luxusvillen. 4 von 4. 4 von 4, okay. Die stehen wohl lange leer. Die macht langsam Profit. Das heißt, da könnte ich bald auch nochmal eine Luxusvilla bauen. Die mischen wir so zwischen rein, oder? Da würde ich gucken, ob ich vielleicht nicht immer noch ein Verwaltungsgebäude hinpacken kann. Ja, wie immer eine Luxusvilla, am besten nochmal hier hinten dran. Hallo? Objekte darunter blockieren den Bau. Als wenn das bei Luxuswillen schon jemals ein Problem gewesen wäre. Aber auf dem Stein geht's. Gut. Ja, ne? So, wie sieht's mit unserer Nahrungsvielfalt aus? Die müsste noch weiter gestiegen sein. Ist immer noch auf 3. Ist Kaffee keine Nahrung? Die Rinder sind ja eigentlich auch schon wieder weiter. Präsidente, in Übereinstimmung mit Paragraph 70 fordere ich Sie gemäß Absatz 3c dazu. Tschüss. Ja, ja. Whatever. Trockendock, den wollen wir nicht haben, dann haben wir noch eine weitere Handelsroute. So, Bildungsprogramm, Bibliothekenzuschüsse, Meteorschuldigens. Ja. Okay. Wen preisen wir denn? Die alle Irrten, oder? Da hatten wir eine ausländische Punkt. Gefall ich dir gut? Kennt das noch jemand, ne? Gefall ich dir gut? Nein? Was war das? War das der Döner-Shop oder war das der Tankstellen-Simulator? Gronkh auf jeden Fall. Ah, oh, herrlich. Da konnte man sich zu Hause, jemanden zur Unterhaltung kommen lassen, würde ich jetzt mal sagen.
Und der musste mir erst Bohnensuppe geben und irgendwas zu trinken. Wer weiß, was die damit nachher gemacht hat. ja, jedenfalls hatte die einen... Oh, was ist das hier? Verbrecherboss. Piu! Hatte die danach, ein Tänzchen hingelegt. Ein recht furchtbares, aber es war ein... Das muss ich, glaube ich, echt nochmal angucken. Ha. Mal den Gefliesten hier? Weiß man nicht. So, wir haben bei der... Wie lange dauert das? Der Kompass braucht noch 5 Monate. Dann könnten wir uns eventuell hoffentlich ein weiteres Trockendock hier hinpacken und eine weitere Handelsroute packen. Mit der wir dann vielleicht Teile importieren können. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Verbrecherbus. Ja, Entschuldigung. Da habe ich keine moralischen Bedenken. Die Frage, wer bestimmt, wer ein Verbrecherboss ist, aber... Tropico ist nun fast vollständig sozialisiert. Es fehlt nur noch ein Schritt. Informationen. Die Leute glauben einfach alles, was sie hören, ob es wahr ist oder nicht. Wir müssen die Bürger Tropicos vor falschen... Oha, woher kenne ich das? Vor falschen Informationen schützen. Dazu benötigen wir eine verstaatlichte Agentur, die den Informationsfluss auf der Insel kontrolliert und den Bürgern nur genehmigte Nachrichten präsentiert. Ja, das sind die... Also Faktenchecker, oder wie? Ja gut, bauen wir mal Faktenchecker. ja. Informationsministerium, wo finde ich denn das? Ach, hier. 10.000! Reduziert Freiheit stark. Nee, ich dachte, das ist hier. Ranger Corps. Die automatische Insel erkunden. Ja, das behindert nicht nur die Freiheit stark, also einfach die Freiheit, da rumzulaufen und die Freiheit, die Sonne zu sehen. Alter Verwalter. Ja, mach auch mal. Na, wenn's schön mocht. Warum nicht? Aber dieses Ranger Corps fand ich, das finde ich eigentlich, das, wenn's automatisch die Insel erkundet. Das finde ich sehr geil. Ist das 3 Monate für Kompass? Wir brauchen eigentlich noch Kohle für. Den Trockendock, was kostet denn der? Was ist denn der zum Geier? Da. Weiß man nicht. Solange er nicht erforscht ist, ist es nicht, was er kostet. Gut. Gut. Oder ich muss einen Leuchtturm bauen. Vielleicht kriege ich dann eine Teile-Importroute. Die Unterwasserglockentests waren nicht ausreichend, alte Socke. Selbst Penultimo kann so tief tauchen, wenn er auf das Atmen vergisst. Sie können ja diese Ausnahmen der Rest des Heimwerken. Hä? Ich blick's nicht. Hm. Und jetzt ist die Luxusvilla? Achso, wir sind ein Haus nachgebaut dann. In letzter Zeit sehe ich viele neue Gesichter. Das ist toll, denn ich stehe darauf, neue Leute kennenzulernen. Willkommen in der Jolly Roger Neuankömmlinge, wo es Pflicht ist, zu trinken, zu feiern. El Presidente hochleben zu lassen und einfach Spaß zu haben. Kann ich eigentlich sowas wie eine Bank kann ich noch nicht machen, ne? Das wäre nämlich auch noch ganz cool. Nein. 2 Monate. Wann kommt denn sowas wie Bank? Ah, ist hier. Okay. Oh, okay. Ja. Oh, 30.000 Waren im Wert von 30.000 exportiert. Alter. Ich bin gespannt, was das Ding an. Das Informationsministerium, was das hier an Budget hat hier. Wollt ihr wohl zu 0? Was ist das? Bis heute 15.000. Gut, weil wir natürlich nur ein Kohle- und ein Stahlbergwerk haben. Das ist Uran. War nicht schlecht. Auch nicht so schlecht. So, Trockendock freigeschaltet. Also, dann gucken wir doch mal.
Rokidoki. Boah, zuckel, 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 zuckel. Kann ich das hier irgendwo hier... Ja, guck an. Das können wir tatsächlich... Boah, das braucht kein... Nö, braucht kein Straßenanschluss, ne? Oder? Nö, das baut sich so. Wenn ich mir so gucke, ob wir hier eine Straße durchkriegen. Ich mache mal prophylaktisch. Ja, komm. Oh, jetzt gibt es aber Gas hier. Oh Gott. Leute, habt ihr es noch alle? Herzlichen Glückwunsch, Kamerad Präsidente. Wir haben endlich den Sozialismus auf Tropico etabliert. 20 kostenlose Gärten. Frei. Ja, dann mache ich hier doch mal alles hübsch hier. Kann ich das irgendwie zwischen rein? Da einen hin. Da einen hin. Da haben wir auch große Gartenanlagen mitten in den Sand. Das ist natürlich top für die Pflanzen. Kann ich das nicht hier irgendwo hier? Nein. 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 Das kann man jetzt schon einmal in den Garten machen. Schick. Wir haben noch wesentlich mehr. Okay. Das baut sich jetzt dann noch. Doch 18%. Was kann ich jetzt hier. Was? Das geht ja vom Budget. Oh, das geht ja. Nein, halt. Fraktionsministerium. Hi, einmal. Ach so. Okay. Heimatpropaganda. Ach so, ich sollte doch immer irgendwann jemanden... Wenn jemand die Axt gemacht hat. Wir sind ja schon Sozialisten. Besser, wir gehen diesen Snobs aus dem Weg, die sich alliierte Diplomaten nennen. Leider heißt das, dass ich auf jede Menge Geschrei gefasst sein muss. Die... Präsident, stoppen Sie die Forschungen auf der Stelle. Miss? Sonst entdecken Sie aber noch den Sozialismus. Jeder weiß, dass der nichts taugt. Wir sollten unsere kapitalistische Vetternwirtschaft nicht so leicht aufgeben. Boah. Du öffnest mal was Neues. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie ein bisschen Teile, was auch immer das sein mag, importieren kann. So. Bank machen wir auch mal. Stechungsgeld, ne? Schmuckfabrik, auch gut. Wir haben ganz viel Austernfarmen. Weil diese gehen ja nicht leer, ne? Das ist ja eigentlich nachhaltig, ne? Ja, das gefällt mir sehr gut. Aber ich gucke erstmal, ob ich eine Bank da vielleicht hinten. Da passt eine Bank optimal neben dran. Ich weiß nicht warum. Alter, Vater. Hüpft denn bei mir die Lautsprecher da oben drauf? Oh Mann, El Klotzo. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine... Ja. Vielleicht sollten wir doch mal irgendwie... Festung oder sowas bauen? Passt die dahin? Nein, passt nicht dahin. Es wäre schön, wenn die hingepasst hätte. So. Also geht in die. Die braucht doch keine. Stell dich nicht so an. Da haben wir schon was. Wieso geht das nicht hier hin? Unebenes Terrain, komm. Stellt euch nicht so an. Was ist hier? Da würde es gehen.
Ja, gut. Ich würde lieber gerne noch eine Industrie oder irgendwas, eine Schmuckfabrik, das nächste ist. Das gönne ich mir auch nochmal. Ah, wie, warte mal. Nee, halt, hä? Ah, kommt erst noch. Ja, das ist alles noch, dauert alles noch ein bisschen. Dieses Trockendock, das ist schon ein mittelgroßes Bauprojekt hier. So, was macht der hier so? Wie bis heute? Geht so. Magnat. Oh, ah, warte mal. Ich habe noch hier für die, das Bergwerk. Aber ein bisschen mehr Kohle. Nee, ein bisschen mehr Kohle, oder? Kohle. Effizienz in Bergwerk, Ölgebäuden. Zack. Einstellen. Kann ich hier noch ein Haus? Wird? Wohnqualität. Ja, ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn ich da drin die Wohnqualität erhöhe. Aber hier gleich. Taktika. Okay, Gebäudeeinnahmen steigen 5%. Das machen wir doch. Einstellen. Das machen wir doch glatt, weil der Profit ist eigentlich schon ganz ordentlich bei dem Ding. Das kostet nur. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der Revolution nicht einfach nur durch den Kampf gegen das Böse folgen können. Nee, sie brauchen ein positives Ziel, das sie zum... Nee. Kamerad Präsident... Nee. Das ist gerade nicht. Bedrohung durch Rebellen ist zu groß. Carlos. Was sind wir hier? Stärkter Rumpf. So, jetzt gucken wir unsere Handelsrouten nochmal an. Wir haben nochmal ein Schiff zur Verfügung. Wolle, Zucker, Stahl. Stahl lässt sich exportieren. Mal gucken, brauche ich selber nicht. Hä? Aber ich habe da noch ein Schiff. Jede Hafenanlage stellt eine Stimme. Hier, da. Ich wollte doch jetzt Handel. Stahl. Schiff. In der Hafenanlage. Was ist denn das da? Aber wieso hat der Trockendock dann? Ja. Ja. Da haben wir noch einen... Hauswirt in die Bar, das passt auch ganz gut. Vielleicht muss ich mich langsam auch mal irgendwie um eine Uni oder sowas kümmern. Weil das kostet. Boah, Festung kostet halt nämlich schon. Ich muss vom Militär mal kurz ein bisschen das Budget absenken. Uiui, was geht denn hier mit meinem 42? Wohnraum, Religion, Sicherheit geht hoch, Unterhaltung, ne, geht so, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Freiheit, ja, Mediengebäude, habe ich eine Zeitung, können wir direkt nehmen, neben das Informationsding mal bauen, eine Zeit, das passt doch wunderbar, hier, Zeitung, wir bauen mal gleich drei oder sowas, die sind relativ günstig. Wenig Kohle. Das ist auch etwas. Was ich mit dem Budget ganz runterdrehe. Das Ministerium setze ich auch mal ganz runter. Präsidente, wir... Haben wir noch irgendwie einen Taktiker? Ja gut, aber das Gebäude wird ja nicht glatt gemacht, oder? Ich hoffe immer, dass wenn die Leute da eingesetzt werden, dass die dann auch irgendwie aufsteigen oder sowas.
Im Moment habe ich jetzt gerade so ein bisschen wenig Kohle. Was macht mein Schmuckdings? Buchhaltung. Gibt eine Bank. Ja, jetzt kommt der große Exporter hier. Na ja, gut, 8.000, 9.000. Ein bisschen mehr, 11.000. 15.000, ja gut, es füllt sich wieder ein bisschen auf, das ist schön. Schüler und Studenten, die... Machen wir die... Drehen mal die Forschung ein bisschen runter. Sind das diese Quäker da oben drauf? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, so viel. Situiert, das passt soweit. Ist eigentlich alles ganz schick hier. Hier können wir noch ein paar normale Häuser hinbauen, weil die sind nicht auch schon wieder alle voll. Wir haben ja schon wieder ordentlich an Kohle. Drehen wir es einfach mal andersrum jetzt. Achso, passt. Noch eins hin. So. Was ist das hier? Rebell. Bisschen teuer, oder? Stechen. Ja. Wir sind ja schließlich ein korruptes Land. Was haben wir hier? Rebellenanführer. Ciao. Mit den Sternen gehabt oder sowas? Verbannen? Ja. Achso, und das Geld kriegt man auf meinen Schweizer Nummernkonto. Okay. Heißt, okay. Ja, schön. Freut mich. Relativ unspektakulär, aber hey. Ja gut, so arbeitet wahrscheinlich einfach keiner dort. Für das Geld. Ja. Das Problem. Unsere Freunde, die Schreihälse, bitten Sie darum, ein Bündnis zu schließen. Nein. Wenn Ihre Ohren von dem ganzen Herumgeschrei mit den Vertretern der Achsenmächte klingen und Sie diese bajuwarischen Trinklieder nicht mehr hören können, gibt es eine Alternative. Hä? Nein. Preisen. Stahl und Ananas. Was zum Geier sind Teile? Ich blicke es nicht. Ich blicke es nicht. Keine Ahnung. So, haben wir noch irgendwas, was Nahrungs ist? Noch also Nahrung bauen. Religion geht ein bisschen runter, ja, das sehe ich. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann ich genau vorhersagen, wann Vieh hütten. Aber es muss irgendwas kaputt gegangen. Nee. Also, ja, Leute, klingt jetzt zynisch, aber... Präsidente, mir liegen Informationen. Wollen wir eine Kaserne bauen? Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Oh, es wäre schon wieder relativ lang. Das ist ein unebenes Terrain. Hier kann ich es auch nicht machen. Das ist doch nicht uneben. Komm, stell dir nichts mal an. Ja, wir bauen noch eine Kaserne. Nein, nein. Doch. Wir verbannen die auch, ja. Ach, schade. Estus Nossus der Rebellis, Gestapo Buscato.
Gut, wir sind ja schon wieder bei 35 Minuten, machen eine kleine Aufnahmepause. Macht's gut, bis Mixmatch, ciao!